Sie gilt als die sensibelste Position innerhalb einer Fußballmannschaft. Sie hat viele, viele große Namen hervorgebracht, von denen heute einige hier sitzen, worüber ich mich sehr freue. Und sie unterliegt natürlich ständig einem Wandel. Die Rede ist von der Torhüterposition im Fußball. Über die und über die Ansprüche an diese Position wollen wir heute ein bisschen diskutieren. Herzlich willkommen im leider jetzt gerade ein bisschen trüb gewordenen und windig gewordenen Linda Brunn zu einem speziellen Krone-TV-Talk mit ganz besonderen Gästen, die ich Ihnen jetzt in aller Kürze vorstellen mag. Zu meiner Linken der aktuelle Torhütertrainer der österreichischen Nationalmannschaft, zweifacher Meister war er und WM-Teilnehmer 1990. Schönen guten Tag, Klaus Lindenberg. Hallo, servus. Ganz rechts außen wird es jetzt international. Er war 6 Jahre lang Torwartheld beim FC Bayern München, ist 3-mal Meister geworden, war 1986 Welttorhüter und hat es auf insgesamt 64 Teameinsätze für Belgien gebracht. Schönen guten Tag, Jean-Marie Pfaff. Hallo. Guten Tag. Und da sitzt der Hausherr. Helge Peier, zweifacher Meister mit Rapid, 20-facher Teamspieler und jetzt gerade aktuell Torhütertrainer der Kampfmannschaft des SK Rapid. Hallo Helge. Hallo. Hausherr deswegen, weil du hier in Linderbrunn in der Sportschule mit deiner Torwartschule Station machst. Erklär ein bisschen was über das Grundwesen dieser Torhüterschule. Warum gibt es die und seit wann gibt es die? Ja, es gibt sie seit 2005, da haben wir begonnen. Aus dem einfachen Grund, weil ich gesehen habe, wie wichtig ist, dass man richtig gute Tormann-Trainer hat. Ich habe das Glück gehabt, die Besten gehabt zu haben, angefangen von meinem Vater bis hin zu Funke Feurer, bis hin zu Klaus Lindenberger, Franz Wohlfahrt, Tiger Zajicek, um nur einige zu nennen, aber auch Mentoren, wie in Jean-Marie Pfaff, den ich jetzt auch schon sehr lang kenne und damals mein Vorbild war. Und der Grund war, die Besten in meine Torwartschule zu holen, gute Trainer zu holen, um einfach mit Liebe den Kindern das Torwartspiel näher zu bringen. Dann spielen wir den Ball gleich weiter an den Herrn Pfaff. Ich muss übrigens dazu sagen, der Helge ist der Einzige, den ich zu duzen wage. Nicht, weil ich vor dir keinen Respekt habe, sondern weil wir uns schon recht lange kennen. Vor den anderen Herren ist die Ehrfurcht dann doch ein bisschen größer. Herr Pfaff, erklären Sie ein bisschen, was es mit Ihrer Connection zum Helge auf sich hat. Was treibt Sie denn hierher in die Torwartschule? Ja, wie wir schon gesagt haben, ich war sein Idol. Und natürlich kann ich immer stolz darauf sein, dass andere Torleute auf dich zuschauen, dass sie auch was wollen lernen und so weiter. Und dann habe ich Helge mal kennengelernt, so vor ein paar Jahren zurück. So, und dann möchte ich mir gerne in seine Torwartschulen haben. Und das finde ich ganz richtig und so weiter, dass sie auch für junge Torleute, die Unterstützung brauchen, dass sie da eine Sportschule dafür aufgemacht haben. Herr Pfaff, ich habe ein bisschen Bammel vor dieser Frage, aber ich muss sie trotzdem stellen, wenn wir sie schon einmal in Österreich haben. Was fällt Ihnen denn zum Schlagwort Wien 1987 ein? Ja, natürlich, mit Enttäuschung muss man lernen leben. Natürlich, das war schade, natürlich, dass wir verloren haben gegen Porto. Aber also es ist wenn dieses legendäre Ferschler-Tor gegangen von Maggia, nicht? Maggia, das schöne Tor, das war, aber muss ich auch ehrlich sagen, das ist Fußball und man muss damit lernen leben. Und das ist nicht angenehm, aber trotzdem, wenn du vor dem Spiel denkst, dass du gewinnst, das ist immer falsch natürlich. Ein Torwart denkt so nicht, ein Torwart versucht immer keine Fehler zu machen und dass er immer gut rauskommt und so und dass die Mannschaft das auch tut. Wir haben in dem Moment die erste Hälfte gut gespielt, aber die zweite Hälfte war wieder nichts mehr und dann Porto haben die Tore geschossen. Ja. Aber der Hintergrund zu dieser Frage ist ja schon ein ernster, weil es ja bei einem Torhüter sehr stark darum geht, Rückschläge möglichst schnell wegzustecken. Der kann jetzt natürlich nicht minutenlang dran kiefeln, dass er vielleicht ein Steirer-Gui bekommen hat. Deswegen die Frage an Sie, Herr Lindenberger, wie macht man das? Wie trainiert man die mentale Komponente bei einem Torhüter und wie wichtig ist die überhaupt? Ja, zum einen muss man mal die Technik einmal beherrschen. Das ist einmal die Grundvoraussetzung überhaupt einmal, dass der Torwartspiel. Die sich ja auch sehr schnell wandelt. Ja, das sich wandelt, aber die Grundelemente bleiben ja trotzdem immer die gleichen. Und man muss sie halt dann zum richtigen Zeitpunkt richtig einsetzen. Jetzt haben wir so schön gelacht über dieses Wort situativ variable Verfügbarkeit. Das sagst ist halt gerade situativ variable Verfügbarkeit. Geht immer wieder um. Immer wieder. Sensationell. Das ist in drinnen. Nein, es hat sich sicherlich sehr viel gewandelt, aber die mentale Stärke ist etwas, was man nur durch Spielpraxis, durch Erfahrung, durch Realität im Training auch versucht zu bekommen. Das heißt, die Mannschaft mit einbezieht und das ist ja auch die Zukunft eigentlich des Torwartspiels, dass man also auch im Training diese wirklichkeitsnahen Elemente eben auch einbaut. Jetzt kommt die ÖFA-Frage, mit der Sie wahrscheinlich gar nicht gerechnet haben. Die geht übrigens auch an dich, lieber Helge. Was macht im Jahr 2017 einen guten Torhüter-Trainer aus? Was muss der können? Zum Ersten muss er mal Freund, Trainer, Mentor, aber auch eine bestimmende Persönlichkeit. Ja, sicher, er muss sogar Kumpel sein. Ich glaube, die Zeiten eines Ernst Happels sind vorbei, wo man gesagt hat, so geht's und das ist meine persönliche Meinung und aus. Also man muss doch eine gewisse Freundschaftsbasis versuchen aufzubauen, aber die Distanz auch natürlich wahren. Und das funktioniert eigentlich bei sehr vielen Torleuten, die wissen, um was es geht, sehr, sehr gut.
Und ich glaube, die Voraussetzungen sind klar. Man muss technisch alles drauf haben, man muss taktisch alles drauf haben. Und ich meine, der Helge weiß ihn aus der Ausbildung das alles. Das ist etwas, was die österreichische Trainerausbildung im Torwartwesen also sehr wohl bereitstellt. Und Helge, auch, findest und du auch, hast du auch, was er sagt, Klaus, man spielt, wie man trainiert. Und zweitens, man muss auch als Torwart ein Spiel lesen können. Der Abwehr oder der Stürmer von einer anderen Mannschaft trainieren, gegen eine Woche später gegen uns zu spielen. Die sagen dann, die Vorstopper macht das und die macht das. Da musst du als Torwart denken, oh, da muss ich da sein, wenn hier passiert wird. Also ein Torwart muss auch ein Spiel lesen können. Zu unserer Zeit haben wir ja Spieler gehabt, wo die Torleute und die Torwarttrainer ja Ballmaschinen waren, wo sie nur hingeschossen haben. Ja. Mittlerweile ist das komplett anders geworden. Also das hat sich schon sehr viel geändert. Aber das ist ja eine ganz gute Steilvorlage, nämlich dass die Disziplin professionelles Torhütertraining ja noch eine relativ junge ist. Schau mal, die Pfaff, wie hat denn in den 80er Jahren zum Beispiel das Torhütertraining ausgeschaut? Wie haben Sie trainiert damals bei Bayern? Bei Bayern München, ich habe da einen Torwarttrainer reingebracht. Da war nicht früher ein Torwarttrainer, habe ich Sepp Maier gefragt. Und am Anfang war das nicht möglich. Und dann habe ich Ego Cordes gehabt, die jemanden trainiert haben vor dem Spiel. Das haben wir ein Reden gehabt. Es gibt Torleute, die einen Freund haben in der Abwehr und in dem Mitspielen. Und die sind dann neidisch, dass sie sich spielen und so weiter. Und dann kann man mal passieren, dass er mal die Vorstopper mal einmal durchlässt. Und dann musst du beobachten und so. Und dann habe ich immer gesagt, die Season vor dem Spiel immer auf Tor, rüber, daneben und so weiter. Nee, so geht das nicht. Es ist kollisional und so muss auch sein. Und wir haben früher bei Bayern München sehr, sehr hart trainiert und so weiter mit Sepp Maier und so. Und war sehr ernstlich. Disziplinen und so weiter. Aber du musst selber Disziplinen haben. Wenn du selber keine Disziplinen hast und du musst selber mit dem Trainer sprechen, mach nochmal, nochmal, dass die Trainer kaputt ist. Und du bist auch kaputt, aber der Trainer auch. Helge, du findest bei Rapid gerade eine sehr interessante Situation vor, mit zwei mehr oder weniger gleichwertigen Torhütern. Der Kampf ums Einserleiberl ist ganz offiziell wieder ausgeschrieben, sozusagen, beginnt bei Null. Meine Frage an dich, dürfen die Torhüter untereinander Kumpel sein? Dürfen die befreundet sein? Oder muss man als echter Einser-Goalie ein A-Loch sein, sozusagen, und muss den anderen mit Ellbogentechnik mitunter vielleicht hinausdrängen? Also ich glaube, man kann es nicht heraufbeschwören. Und es ist natürlich klar, dass jeder spielen will. Und ich habe es selber immer so gehandhabt. Ich habe auch große Konkurrenz gehabt. Ich war aber nie beleidigt oder aufgefressen auf meinen Konkurrenten, sondern entweder auf mich, weil ich vielleicht zu wenig gemacht habe, dass ich spiele, oder am Trainer. Und ich möchte auch beim Klaus noch einhaken. Ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass du als guter Tormann-Trainer erstens ein Freund, ein Kumpel, die nötige Distanz hast, aber auch sehr matchnahe trainierst. Das heißt, was passiert im Match, was hat der nächste Gegner für Stärken, dass du da schon darauf einwirkst, und das macht einen guten Tormann-Trainer. Jetzt fürchte ich, dass ich mich selbst dabei ertappe, in das alte Muster zurückzufallen. Früher war alles besser, aber die Ranzerei kennt ihr alle, gerade in Österreich, wenn es um die Torhüterposition geht, ganz speziell. Da heißt es gerne, früher haben wir gehabt einen Lindenberger, einen Kanzel, einen Feurer, einen Konzilie, einen Peier, wie sie alle geheißen haben. Jetzt gibt es seit geraumer Zeit, so ist zumindest die gängige These, keinen echten Einser-Goalie mehr. Herr Lindenberger, Sie als Nationaltorhüter-Trainer, fühlen Sie sich da angesprochen? Können Sie mit dieser These was anfangen? Es ist eine schwierige Situation, denn die Torhüterposition ist ja immer nur mit einem besetzt. Ja, als Feldspieler hat man mehr Möglichkeiten zu variieren, beim Torwart geht das nicht. Ich bin kein Freund von ständigen Wechseln von Torhütern, sondern man braucht einfach ein gewisses Vertrauen, man braucht die Basis dazu, dass der auch gut spielen kann. Und früher ich bin auch Gegner davon, immer von früher zu reden. Das Schnee von gestern ist alles vorbei. Einmal sei es ausnahmsweise gestartet. Aber früher war es anders. Du hast gespielt. Der Elke hat gespielt, ich habe gespielt, Schamari hat gespielt, viele, viele andere auch, die permanent gespielt haben. Heute, wenn österreichische Torleute ins Ausland gehen, spielen sie selten, bis gar nicht. Ja, das ist halt ein Problem. Jeder will ins Ausland, aber dort fehlt dann die Spielpraxis. Und daher ist die Position natürlich, gerade für die Nationalmannschaft, eher dann schwer zu besetzen. Wir hatten das Glück, dass der Robert Almer, trotzdem, dass er nicht gespielt hat, in der Nationalmannschaft hervorragend gespielt hat. Das ist ein Phänomen, das man eigentlich gar nicht erklären kann irgendwo. Aber es war Gott sei Dank für Österreich so. Einmal mag ich Sie trotzdem mit einem ganz konkreten Namen festnageln, der in jüngerer Vergangenheit auch immer wieder durchaus emotional diskutiert worden ist. Was spricht eigentlich gegen einen Marco Knaller zum Beispiel im österreichischen Nationalteam? Ich habe den Marco, glaube ich, viermal in Deutschland gesehen. Und wir sind alle der Meinung, wir haben das lange diskutiert, und wir sind halt einfach der Meinung, dass es nicht eine andere Situation ist, warum er nicht spielt, sondern weil einfach trotz deutscher zweiten Liga und auch permanent spielen, es fehlt einiges. Und auch immer wieder Kleinigkeiten, die also zu Fehlern führen, die dort vielleicht das Glück ist, dass sie nicht zu Toren führen. Aber heute in der Nationalmannschaft ist der Level um einiges höher. Und ich glaube, dass wir in Österreich
mit jungen Torleuten gut gesegnet sein. Und Marcel Kohl hat auch gesagt, mit knapp 30 von vorne wieder zu beginnen. Wir haben hinten genug Talente und große Torleute, siehe Bachmann, siehe auch bei Rapid Strebinger. Also wir haben Möglichkeiten in Österreich genug und das ist halt eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja, auch ein ganz interessantes Thema, nämlich das ideale Torhüteralter. Jean-Marie Pfaff, ab wann ist man im richtigen Torhüteralter? Wie lang kann man ein guter Goalie sein auf internationalem Niveau? Also ich habe gesehen, er ist gestern noch drin gestanden mit 64. Schaut immer noch sehr geschmeidig aus, ne? Das hat wirklich geschmeidig ausgeschaut. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem Tor. Lüdenberger Werde, was für Sie? Vielleicht kennen Sie mal einen. Ja, der Alte spielt keine Rolle. Es ist nur, wie du gelebt hast in deiner Karriere und so weiter. Und ich bin der Meinung, ich habe ein bisschen Angst an die guten Torleute, die früher da waren, ich spreche von früher, man muss von früher sprechen, da waren mehr Torleute, die wollen gewinnen, die wollen mitspielen, die wollen mitdirigieren, die wollen mit am ersten Pfosten abschneiden und so weiter. Für mich, ich finde es persönlich, die Basis fehlt bei den jungen Torleuten. Viele Talente sind da, aber die Talente müssen in gute Hände kommen. Und das fehlt jetzt. Und das stört mich eigentlich. Sie sind gut, wenn die Mannschaft gut ist, sind sie gut, aber wenn die Mannschaft schlecht ist, sind sie auch schlecht. Nee, umgekehrt. Wenn die Mannschaft gut ist, musst du auch gut sein. Und wenn die Mannschaft schlecht ist, musst du noch besser sein. Für mich ein großes Thema kann auch sein, der mediale Druck. Es ist immer mehr geworden. Wenn du heute einen Fehler machst, siehst du das in zwei Tagen auf 40, 50 verschiedenen Kanälen, ob es auf Facebook, auf Twitter, du siehst das überhaupt. Auf die bösen Online-Journalisten schon überhaupt verstanden. Nicht. Nein. Das darf man nicht unterschätzen. Ich finde einfach, dass du musst als Tormann einfach im Kopf stark sein. Ja, und wenn du von außen noch mehr Einflüsse daraus oder noch mehr in die Pappen kriegst, dann wird es einfach schwer. Das ist ja ganz normal, dieser Weg, wir nutzen ja die Medien alle. Das ist ja keine Kritik an die Medien, sondern es ist einfach schwerer, mit dem umzugehen. Und da müssen sich die Torhüter einfach noch mentale Schau Aspekte mal jetzt kriegen. In der Bundesliga, oder egal wo, schau mal, welches Torwart manchmal ein Spiel gewinnt. Früher haben wir 4, 5 Spiele gewonnen gegen richtige Mannschaften. Ja, wenn du jetzt mal einen Ball fängst, hast du gut gehalten. Jetzt bist du der beste Torwart der Welt. Da komme ich in Holland und sage, die ist der beste Torwart der Welt. Dann komme ich in Österreich, kommt die. Komme ich in Belgien, ist die. Alle sind die beste Torwart der Welt. Aber zeig mir mal, was sie alle bewiesen haben. Aber gerade diese mediale Komponente, die du angesprochen hast, ist ja gerade heutzutage eine sehr pikante und präsente. Sprichst du mit deinen Schützlingen tatsächlich drüber? Sagst du ihnen, wie sie öffentlich auftreten sollen und ob sie zum Beispiel alles ernst nehmen sollen, was sie in der Zeitung lesen? Ja, ganz klar. Also jeder entscheidet für sich, was er liest und was er sich anschaut. Ich finde, du musst als Tormann in deiner Mitte sein und du darfst nicht abhängig davon sein, was das Außen in dich hineinprojiziert. Wenn jetzt der sagt, du bist gut, wichtig ist, was du selber glaubst. Ja, und wenn du das schaffst, dass du in deiner Mitte bist, dass du zu deinem selber einen guten Zugang hast, dann kannst du ein guter Trainer werden. Schau mal, die Pfaff, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir haben schon einmal ein Interview geführt vor 3 Jahren. Ich glaube, das war bei der Helge Payer Torwartschule Weihnachtsfeier. Damals ist mir von Ihnen der Satz in Erinnerung geblieben, es ist relativ einfach, unter Anführungszeichen, eine echte Nummer 1 zu werden. Viel schwieriger ist es, eine Nummer 1 zu bleiben und sich in dieser Position zu behaupten. Ja. Was gehört denn da dazu, um sich auf Jahre auf höchstem Niveau zu etablieren? Du kannst von guten Menschen gut zuhören, von guten Trainern und die das gut meinen mit dir. Und sonst musst du dich selber groß machen und die Ehrgeiz haben, um zu trainieren und so weiter. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, das macht jeden. Ich habe auch Fehler gemacht und so weiter. Aber das wird dann natürlich, das ist schlimm für einen Torwart, wenn er einen Fehler macht. Die Leute sehen das alle und dann bist du beleidigt und so weiter. Aber dann musst du durch. Aber auf der anderen Seite, ein Torwart, der Nummer 1 möchte bleiben, kriegt viele. Wenn du groß wirst, dann ist es schön. Wenn du groß bist, dann kriegst du Neid und Eifersucht. Und dann kriegen andere, die sagen, das und das. Du kriegst das nicht mit. Du kriegst das später mit, wenn du aufhörst oder weiß ich viel. In dem Moment, wenn du Unterstützung brauchst, dann kriegst du nicht. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte, dann werde ich das auch zugeben. So groß bin ich auch. Aber auf der anderen Seite, sie sind immer bei dir, wenn es gut geht. Schulterklopf von hier und von links und von rechts. Aber ein Torwart wird konfrontiert. Du musst in Madrid spielen für so viele Zuschauer. Du spielst WM, Eröffnungsspiel und so weiter. Dann kriegst du so eine Verantwortung. Und wenn du dann schwach bist, dann spielst du gegen Maradona, Kempis und so weiter. Na, lass ihn mal kommen. Ne? Du musst dich selber auf kämpferisch stark machen. Und dann hast du so einen Trainer, wie Klaus sagt, du musst ja mental dabei sein und sagen, du schaffst das. Du kannst doch nicht negativ spielen von so einem Spiel. Da musst du sagen, lass ihn mal kommen. Was ist her? Also so haben die auch gegen mich gesprochen in Spanien. Und das ist das, wo du dann Gänsehaut von kriegst. Und dann geht so ein Spiel und dann bist du so stark und dann kommst du, passt keiner rein. Aber dann spielst du mit. Die Ausführungen waren so spannend, dass sogar der Wind aufgehört hat. Zumindest hat sogar der Petrus offenbar zugehört. War wirklich sehr, sehr spannend. Herr Lindenberger, jetzt haben wir mehrmals über den Wandel der Torhüterposition gesprochen, vor allem am Anfang der Diskussionsrunde. Was muss denn heutzutage ein Torhüter können, was er vielleicht in den 90ern oder 80ern noch nicht können hat müssen? Ich denke da zum Beispiel an
ausgeprägtere fußballerische Skills oder die Tatsache, dass er den sogenannten versteckten Libero mitspielen muss oder flachere Ausschüsse drauf haben muss, die ja, glaube ich, du damals etabliert hast in Österreich. Wo sind so die größten Unterschiede zu damals? Das Fußballerische ist ja viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das ist einfach so, dass heute ein sehr guter Torwart einfach auch fußballerische perfekte Qualitäten haben muss. Vor allem auch im Passspiel, ja, weil es ist ein Unterschied, ob ich den Pass jetzt nur dass er halt hinkommt oder wirklich mit einer Schärfe spiele. Also da unterscheidet sich schon die Spreu vom Weizen. Und zum anderen natürlich, der Helga hat es angesprochen, diese Strafraumbeherrschung ist vielleicht nicht mehr so, wie es früher mal war, aber zumindest den 5-Meter-Raum mit einer offensiveren Spielweise kann man sich sehr wohl abdecken. Mhm. Und das sind die feinen Unterschiede, die halt dann einen guten oder einen schlechten dann unterscheiden. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Big Saves Spiele entscheiden. Es entscheidet nicht ein Ball, ob der jetzt 40 Meter ins Out geht oder zum Bann auf die Brust kommt. Aber wenn ich dann einen Ball in der 90. Minute halte und ich gewinne das Spiel 1-0, das sind dann Fähigkeiten, die halt einen Torwart in einen guten ausmachen. Wären Sie heute im Jahr 2017 gerne noch einmal aktiver Profitorhüter? Sie könnten wahrscheinlich immer Stange mehr verdienen als in den 80er und 90er Jahren. Geld ist ein Faktor, aber das ist nicht das Wichtigste im Leben. Ich glaube, man braucht Selbstbefriedigung irgendwo in diesem Sport, in das, was man sich hineinlebt, den man ausübt. Und ich würde schon gerne noch spielen, aber natürlich mit dem Wissen und mit der Qualität über Jahre hindurch aufgebaut. Denn ein junger Torwart muss halt sehr viele Fähigkeiten mitbringen. Das geht natürlich von der technik-taktischen Seite her aus, aber natürlich auch von der Physis. Eine Abschlussfrage in die Runde sei mir noch gestattet, beziehungsweise an jeden Einzelnen. Wer ist denn aktuell der beste Torhüter der Welt? Schauen wir die Pfaff. Nach Ihnen natürlich. Es gibt viele gute junge Torleute, aber ich finde es persönlich bis jetzt kein Torwart, der mich auffällt, die kontinu seine Leistungen bringt, spielen in einer guten Mannschaft, gewinnen, da sind sie immer dabei. Aber wie ich schon nur eine finde persönlich und bleibt schon ein paar Jahre, das ist der Neue. Helge, wer ist dein persönlicher bester Torhüter? Ich finde, es gibt so 4, 5, ob es ein Neuer ist oder ein Buffon, es gibt einige. Einige, so eine Handvoll, wo ich sage, die sind wirklich Weltklasse und die verdienen auch das Attribut bester Tormann der Welt. Ich habe so einen persönlichen Favoriten, das ist Gianluigi Buffon, weil er für mich seit vielen, vielen Jahren auf einem Niveau spielt. Das ist unbeschreiblich und noch immer, jetzt bald mit 39 Jahren, noch immer zur Weltklasse gehört. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Manuel Neuer gehört natürlich dazu, aber mein Favorit ist Buffon. Mit wem wird denn der SK Rapid als Nummer 1 in die neue Saison gehen? Jetzt hat der Wind wieder relativ stark begonnen zu... Ein bisschen kitzeln muss er dich schon. Deswegen habe ich das leider nicht verstanden. Ja. Ich glaube, es befürchtet, dass ich ihn da nicht aus der Reserve locken kann. Vielleicht kann ich dann sie aus Liebenberger noch aus der Reserve locken. Mit wem wird denn Österreich als Nummer 1 das nächste Quali-Spiel in Wales in Angriff nehmen? Also grundsätzlich weiß man, dass der Robert Almer ja leider Gottes für uns und auch für Austria Wien eben verletzt ist und auch sicher nicht zur Verfügung stehen wird, nachdem er wieder operiert wurde. Wir haben den Heinz Lindner, der sage ich mal, eine sehr, sehr gute Leistung immer wieder geboten hat. Jetzt Gott sei Dank bei Grasshoppers Zürich hoffentlich die Nummer 1 ist und dort auch die Spielpraxis, die er braucht, um wirklich ganz nach oben zu kommen, eben haben wird. Und dann haben wir hinten zwei, drei Junge, die Bachmann, Kuster, die einfach in diese Rolle dann hineinschlüpfen können. Wobei Bachmann jetzt auch gewechselt ist, Gott sei Dank, und vielleicht die Möglichkeit hat, mehr Spielpraxis zu bekommen. Aber wir sind nicht schlecht aufgestellt. Also wir haben unsere Qualitäten. Natürlich fehlt die Spielpraxis. Und wenn die vorhanden ist, dann bin ich zuversichtlich. Geht es sich noch aus mit der WM-Qualifikation? Schaffen wir das noch? Also ich war immer ein positiv denkender Mensch. Und ich denke, solange es noch diese Punkte zu vergeben gibt, ist alles offen. Und die typisch österreichische Mentalität wieder, naja, wir schaffen es nicht. Warum? Positiv denken, wir können es schaffen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Wir brauchen nur, unter Anführungszeichen, in Wales gewinnen. Und dann schaut alles wieder ganz anders aus. So machen wir das. Das nehmen wir gleich mit als Abschlussstatement. Wir werden fest die Daumen drücken. Meine Herren, herzlichen Dank für die launige Runde. War mir eine große Ehre. Vielleicht schaffen wir es wieder mal in dieser Konstellation. Würde mich sehr freuen. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei für Sie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.